Ja, den Arm bleibt noch ein bisschen auseinander, der ist so dünn. Ist der genau. Dünn? So ist gut. So ist schön. Ja, mir hat das großen Spaß gemacht, den Verein der ehemaligen Heimkinder mit dieser Arbeit zu unterstützen. Denn das Anliegen, was dieser Verein hat, ist mehr als berechtigt. Das, was die Kirchen in den 50er und 60er Jahren in den Heimen praktiziert haben, das war nicht nur unmenschlich, das war verbrecherisch und das muss an die Öffentlichkeit.